Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute reden wir über Primer und zwar über meine Primer-Sammlung. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich blende euch mal eben kurz ein, wie das aktuelle vorher ist. Ich bewahre meine Schminke immer in drei Türmen auf. Das ist einmal Drogerie, Mitte und High-End-Produkte. Und also es ist einfach sehr, sehr viel, weil ich teste Make-up mit euch und für euch und versuche euch vor Fehlkäufen zu bewahren und euch Produkte zu empfehlen, die es wirklich wert sind. Dementsprechend habe ich hier natürlich einen bunten Mix und ich habe das Ganze mal in ein Körbchen zusammengepackt und dieses Körbchen steht jetzt vor mir. Außerdem habe ich mir auch meine Excel-Liste geschnappt, ausgedruckt und auch ein bisschen mir markiert, welche Produkte definitiv in den Müll müssen. Und außerdem habe ich hier auch noch drei Boxen stehen, wo ich danach High-End, Drogerie und Medium sortieren werde. Ja, es ist ganz schön viel und wir haben einiges vor uns, also schnappen wir uns einfach mal ein Getränk und schauen uns mal an, was dieses Körbchen uns so bieten kann. Ich habe mich eben im Instagram live mit euch zusammen vorbereitet und da habt ihr auch gesagt, Mensch, wir wollen dich sehen und weniger die Produkte. Ich werde sie euch aber natürlich auch in der Kamera zeigen und vielleicht, wenn dann irgendwann mal Produkte mehr geswatcht werden, werde ich euch auch auf eine andere Position mit runter oder hoch oder wo auch immer hinnehmen. Und ja, packen wir's. Ja, dieser Wet n Wild Prime Focus Primer Serum ist leider von 2020. Ich mochte ihn richtig, richtig gerne, aber der ist wirklich abgelaufen und Produkte wandern bei mir selten in den Müll, aber wenn sie schon 4 Jahre lang offen sind, dann müssen sie in den Müll. Von Glam Shop habe ich hier diesen Illuminating Base Cream Primer. Der ist gut, aber ich verwende ihn einfach nicht. Das heißt, der hier wird aussortiert werden und meine aussortierten Produkte kommen natürlich durch Trash-Pakete oder Mitgliedsboxen und so weiter auch wieder an den Mann. Also das kommt nicht weg. Also alles, was noch gut ist, bleibt dann auch dementsprechend. Von e.l.f. habe ich hier den Halo Glow Liquid Filter. Den habe ich letztens auch mit euch zusammen verwendet und der ist richtig gut. Bei e.l.f. bin ich mir nie so sicher. Ist es jetzt eine Drogeriemarke? Ist das so ein Zwischending? Weil manchmal bekommst du es in der Drogerie, manchmal nicht. Im Müller glaube ich schon. Zähle ich das dann auch zur Drogerie? Weiß ich noch nicht so genau, aber ich glaube schon. Das heißt, das kommt jetzt in meine Drogeriekiste. Douglas Skin Augmenting Serum Primer, den mag ich sehr gerne. Der ist wirklich schön und ich habe auch hauptsächlich so feuchtigkeitsspendende Primer natürlich in Anwendung. Und die Produkte, die es auch noch zu kaufen gibt, ich denke, den hier wird es auch noch geben, werde ich euch natürlich auch in der Infobox verlinken. Also der ist einiges zu finden, schaut da super, super gerne mal vorbei. Und das ist natürlich in der Medium-Geschichte, weil das ist eher, also es ist nicht High-End und das ist nicht Drogerie. Dann habe ich hier aus einer Kooperation von CC Alice's Adventures in Wonderland. Das ist dieser Primer, den mag ich ganz gerne. Da sollte ich halt tatsächlich mal ein bisschen häufiger zu greifen. Auch das ist eher im Medium-Sortiment. LH Cosmetics hat dieses Shaping Light Warm Glow Produkt auf dem Markt. Und das mag ich ganz gerne. Und findet ihr bei Purus, ihr findet auch die ganzen Codes und so, die ich aktuell habe, natürlich in der Infobox. Ist ein High-End-Produkt und mag ich sehr gerne. Und natürlich seht ihr bei mir vor allem so feuchtigkeitsspendende Produkte und Produkte, die Glow geben, weil das halt eher so mein Vibe ist. Dieser Primer ist, glaube ich, aus einer Limited Edition von Catrice, genau, aus der Meta Face LE gewesen. Der ist ganz gut, ist schön feuchtigkeitsspendend. Das packe ich mir auf meinen Vielleicht-Haufen. Denn ich habe eigentlich auch sehr gute Primer von Catrice aus dem Standardsortiment. Müssen wir gleich mal gucken. Der hier ist leider schon sehr, sehr lange drüber. Also Dominique Cosmetics 2021 habe ich den geöffnet und der ist gut. Ich habe den letztens auch noch mal verwendet, ne? Aber du sollst den maximal 12 Monate offen lassen. Also da riskieren wir mal nicht zu viel, aber der ist wirklich gut. Dann habe ich hier von Catrice The Glowifier inklusive ein paar Semi-Haare Illuminating Primer. Ja, da habe ich viele von, ne? Also die mag ich wirklich gerne und ihr seht auch in diesem Video natürlich viele Alternativen zu High-End-Produkten. Das ist ein Produkt, was auch nicht mehr gut ist. Meine Liste sagt, ich habe von NYX diesen Marshmallow Primer, den ich übrigens gerne mag, seit 2021 offen. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, euer Geruch, eure Auge, also eure Sinne helfen euch, ne? Wenn das Produkt komisch riecht oder so. Manchmal aber auch die Logik, weil wenn ich das halt wirklich schon seit 3 Jahren offen habe, also eigentlich dann ja seit 2, weil es ja gerade erst 2023, hier ist immer so ein kleines Pöttchen und das ist nicht tödlich ab. Das ist uns allen bewusst. Das ist halt ein Mindesthaltbarkeits-
Empfehlungsdatum, ne, steht bei vielen Kosmetika drauf. Hier würde ich drauf achten, Primer ist halt immer eine schwierige Geschichte. Schade. Eveline Cosmetics hat diese Unicorn Magic Drops im Sortiment. Die finde ich sehr, sehr schön. Auch die geben einen schönen Glow und ach, die mag ich gerne leiden. Bekommt ihr bei Cosmetic for Less. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Das hier ist ein sehr gehyptes Produkt. Das ist relativ frisch geöffnet. Habe ich im Full Face Beauty, nein, Full Face Adventskalender euch gezeigt von Seiden. Star Glow Glowy Super Gel Primer. Der ist großartig cool. Also den mag ich, ne? Der ist auch wirklich mit Glow verbunden. Ich würde sagen, dass das ein High-End-Produkt ist, oder? Ich glaube schon. Würde ich schon so sagen. Ansonsten werde ich das noch neu einkategorisieren. Von Trend It Up habe ich Clean Philosophy, einen Primer, 24 Stunden Hydro Base. Da ist das I schon zum Ausrufezeichen umgedreht. Das heißt, der ist noch relativ frisch offen und den mochte ich auch. Also das ist ein guter feuchtigkeitsspendender Primer. Ich finde es schade, dass Trend It Up auch irgendwie gar nicht mehr so... Die haben ihren Zauber halt nicht mehr so, leider. Ne? Nun, dann habe ich hier ein Produkt von NEO. Intense Serum Pure Perfecta Skin Improving. Du hast hier Niacinamide, Centella Asiatica und Hyaluronsäure auch mit dabei. Das sind hier so Pflegedinger, die aufploppen und dann quasi dem Gesicht wirklich ganz viel Pflege geben. NEO bekommen wir nicht in der Drogerie. Das ist auch ein Zwischenprodukt. Dann habe ich hier von Revlon ein Produkt. Das hatte ich auch mal in der Box drin. Wir haben ja einige Boxenprodukte drin vertreten. Photo Ready Perfecting Primer. Und hier sind 27 Milliliter drin. Ich weiß gar nicht, wie lange habe ich den denn schon offen? Also ich habe da kein gutes Gefühl zu diesem Produkt. Den habe ich erst letztes Jahr geöffnet. Der wird weiter wandern. Fühle ich nicht. Dann habe ich von Jacquard Black den Hydrate Primer, der per se gar nicht so schlecht ist, aber den werde ich jetzt auch aussortieren. Der war gut, aber ich habe andere feuchtigkeitsspendende Primer, zu denen ich definitiv mehr greifen möchte. Das mag ich ganz gerne. Ist furchtbar in der Aufbewahrung. Viele mögen den Duft hiervon nicht so gerne. Ich finde die Miracle Cream von Revolution Pro sehr, sehr gut. Also ich mag dieses Reichhaltige. Das ist ein perfekter Winterprimer. Also den mag ich gerne. Ist auf gar keinen Fall eine Alternative zu Charlotte Tilbury. Das nur mal by the way. Das wurde ja anfangs so gedacht, aber würde ich jetzt nicht so empfinden. Ist ein gutes Produkt und Revolution Pro finden wir manchmal in der Drogerie, aber nicht immer. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich packe es jetzt trotzdem aber bei mir in das Drogeriekästchen. Den habe ich noch gar nicht ausprobiert aus der Glossy Flames Limited Edition Blurry Makeup Primer. Der kommt auf mein möchte ich noch testen Stapel, beziehungsweise packe ich den schon in die Sammlung? Ja, ich packe den schon in die Sammlung, muss ich aber noch ausprobieren. Hier habe ich von Charlotte Tilbury Wonder Glow Instant Focus Beauty Glow Primer. Den hatte ich von Delia im Adventskalender in einer kleinen Größe mit 15 Millilitern. Der kommt auf jeden Fall noch zu meinem Full Face Beauty Boxen Haufen Schubladen Ding. Mensch, Fokus, was ist mit dir? Und ja. Kenne ich aber. Habe ich, glaube ich, auch schon mal aufgebraucht. Mag ich sehr, sehr gerne. Machen wir weiter mit CRT London und dem Watermelon Burst Hydrating Primer. Den hatte ich auch im Fullface CRT London verwendet und den finde ich sehr, sehr schön. Bei CRT London bin ich mir nicht sicher. Bist du ein High-End-Marke? So ein Zwischending zwischen High-End und Nicht-High-End packe ich mal zu Medium. Dann habe ich hier in neu, noch nicht verwendet, von Spectrum Glowful Mini Hydrating and Illuminating Primer. Das ist dieser hier, den hatte ich mal in so einer Spectrum Box, glaube ich, mit dabei. Ich weiß nicht, habe ich den schon getestet? Müssen wir mal schauen. Nee, der ist auch noch komplett neu. Dann gebe ich den mal weiter, weil ich den jetzt nicht für irgendeine Videoidee oder so im Kopf hätte. Nee, den gebe ich dann tatsächlich demnächst mal durch eine Verlosung weiter. Den hatte ich in einem Adventskalender drin und zwar von L'Oreal Prime Lab 24 Stunden Pore Minimizer AHA, LHA, BHA Komplex. Den werde ich nicht verwenden und der ist neu, ne? Also ich weiß wirklich nicht, was L'Oreal sich dabei gedacht hat, dass die in einen Primer AHA und BHA reinpacken. Weil Peeling gehört für mich in den Abend und nicht an den Morgen oder vor ein Make-up. Es sei denn, man macht sich ein Abend-Make-up, aber dann möchte ich das nicht in Primer drin haben. Dafür ist meine Haut zu sensibel. Von Iconic London habe ich hier den Underglow Blurring Primer und den fand ich gut. Da habe ich euch ja auch ein Fullface zu der Marke geschminkt. Ne? Ist definitiv eine High-End-Marke. Mochte ich. Das ist auch ein Produkt, was ich letztes Jahr verwendet habe in einem Fullface von The Body Shop. Hemp Serum and Primer und der hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Der war auch sehr cremig, also kam halt serummäßig raus, ist aber sehr, sehr pflegend auch auf dem Gesicht. The Body Shop,
Ist ein Zwischending. Der ist nicht super teuer gewesen. Auch hier von Beauty Bay. Das ist eigentlich eine Foundation, glaube ich, gewesen. Ne? Glow Filter habe ich aber als Primer identifiziert. BB101. Mochte ich gerne und würde ich aber auf jeden Fall als Primer verwenden und nicht als Foundation. LA Girl Pro Prep HD Moisturizing Nourishing Face Primer ist okay, hat mich jetzt aber nicht so sehr von den Socken gehauen, dass ich den jetzt in meiner Sammlung behalten wollen würde. Hier kommen wir zur Mutter der Flawless Filter Geschichten, die aber leider nicht mehr gut ist, weil die seit 2021 offen bei mir ist. Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Da werde ich sicherlich nochmal an eine kleine Größe rankommen, aber das hier dürfte nicht mehr ganz so gut sein. Ich mag gar nicht so wirklich dran riechen. Nee, das riecht auch nicht mehr so gut. Das riecht sehr chemisch mittlerweile. Deswegen muss der weg. Dann habe ich hier von Make Up For Ever Hydra Booster Step 1 Primer. Den habe ich, glaube ich, mal irgendwo auch in einem Adventskalender wahrscheinlich von Sephora oder so drin gehabt. Da schiele ich aber mal auf meine Liste. Nö, 2022 geht noch vollkommen klar. Auch wenn der eigentlich nur 12 Monate offen sein sollte. Da gebe ich dem Ganzen aber nochmal eine Chance, weil, wie gesagt, nicht tödlich ab. Und das ist, glaube ich, eine High-End-Marke. Dann haben wir hier von NAM Gold Luxury Primer. Da habe ich ja schon den... Nee, habe ich noch nicht. Nö. Habe ich da nicht mehrere Primer von gehabt? Müssen wir gleich mal gucken. Den mochte ich auf jeden Fall. 90% natürliche Inhaltsstoffe. Ist jetzt ja auch letztes Jahr erst bei Rossmann eingezogen. Ne? Eine super coole Marke. Also, was ich von NAM richtig geil finde, ist definitiv der... der Bronzer, dieses Bronzer-Contouring-Ding-Gedönsen. Dann haben wir hier von Maybelline ein Produkt, und zwar Face Studio Prime Hydrating Primer. Da habe ich, glaube ich, sogar die Originalgröße mal in einem Adventskalender drin gehabt. Und der ist auch schon gar nicht mal so lange offen. Deswegen kann der definitiv gerne bleiben. Und ich mag den auch. Ich hatte den mal in einer kleinen Größe, habe den aufgebraucht und fand ihn sehr empfehlenswert. Symbiosis London Kollagen und Isododecane Instant Perfecting Primer. Ein Sünd teurer Primer, der noch nicht mal offen ist. Also den hatte ich in der Beautybox drin. Der möchte noch verwendet werden. Der ist noch da, so ungeöffnet, ist definitiv high-end. Das dürfte dann auch mit so der teuerste Primer sein, den ich habe. Den muss ich auf jeden Fall noch mal ausprobieren, dass ich euch auch was dazu sagen kann. Hier sind wir nämlich bei dem zweiten Produkt von NAM. Oder bist du die Foundation? Nein, du bist auch ein Primer. Der ist okay, aber es ist halt ein Smooth and Blur Primer. Da muss ich nochmal schauen, wie wir so miteinander klarkommen. Aber ich meine, beim Full Face hat er ganz gut funktioniert. Wie gesagt, ich habe nicht so viele von diesen Blurring Primer, aber ab und an finde ich die ganz schön. Ich meine, dass das hier eine Limited Edition von Revolution war. CC's World Primer, Color Correcting. Der ist halt so ähnlich wie der von Catrice, der ja hier auch schon auf meinem vielleicht rumdümpelt. Ne? Und ich meine, dass die beiden sich sehr, sehr ähnlich waren, auch in der Anwendung. Da muss ich nochmal schauen. Ich entscheide ja auch oft bei Produkten, dass ich sie behalte, wenn ich jetzt nochmal ein Fullface von der Marke machen möchte oder so. Und den habe ich auch erst letztes Jahr gekauft dementsprechend. Den werde ich auf jeden Fall behalten. Von Pixi habe ich hier den Radiance Perfector für, ne, mit Rose drin. Also definitiv eine coole Kiste. Ich weiß gar nicht, wo ich den weg habe. Manchmal weiß ich es einfach nicht, dann ist der auf einmal da. Ich meine, dass ich den irgendwo auch in der Box drin hatte. Ist ein High-End-Produkt und hat seine Daseinsberechtigung. Catrice Clean ID Vitamin C Fresh Glow Primer dürfte eigentlich eher so meine Sammlung verlassen, auch wenn ich den richtig gut finde, weil der ist nur 6 Monate. Ne? Da musst du wirklich aufpassen. Diese Clean ID-Geschichten, die arbeiten halt mit sehr, sehr guten Inhaltsstoffen und mit wenig so Konservierungsmitteln und so weiter. So gut wie er ist, der muss jetzt leider weg. Der ist seit 2022 offen. Hier habe ich von Paula's Choice das Smoothing Primer Serum. Ja, der ist abgelaufen. 12.2023. Das ist leider letzten Monat gewesen. Ist nicht tödlich ab, das wissen wir alle. Aber wenn das schon vom MHD draufsteht, das hätte ich euch auch zeigen können. Das steht hier auf dem Tubenfalz halt manchmal auch wirklich drauf. Ne? Dann sollte man schon so ein bisschen danach gehen. Dir wird das Gesicht nicht abfallen, aber es könnte halt sein, dass die Wirkstoffe nicht mehr so wirken und dass gegebenenfalls das nicht mehr so gut mit der Haut funktioniert. Das tut weh, aber es muss sein. Essence All About Blur, Even Skin Balm. Den habe ich jetzt gerade erst in einem Full Face Neuheiten von der Drogerie ausprobiert. Das ist halt wirklich ein Bügeleisen, aber der hat sehr, sehr gut funktioniert und wird auf jeden Fall noch weiter verwendet. Von Tarte habe ich hier den Base Tape. Ich glaube, der ist nicht mehr ganz so fresh. Doch, 2022 könnte... Nee, 6 Monate, tschüss. Der war aber auch gut.
Dann habe ich hier DM, genau, DM, Danessa Myricks Yummy Skin Glow Serum Priming Face Serum. Das ist wirklich sehr, sehr schön, da brauchst du aber wirklich eine sehr trockene Haut für. Ich glaube, ölige Häutchen oder Mischhäutchen haben damit nicht so ihre Freude. Bei mir ist es halt sehr angenehm. Das kann ich auch super verwenden, wenn ich eine mattierte oder eine mattierende oder eine matte Foundation verwende, weil das halt wirklich die Haut darunter sehr gut nährt. Dann habe ich hier im Adventskalender drin gehabt, auch von Delia, glaube ich. Nee, von Anja. Estee Lauder Futurist Aqua Brilliance Watery Glow Primer. Der möchte noch ausprobiert werden. Das ist dieser hier. Der ist auch noch komplett zu, kommt dementsprechend auch auf die Seite. Das ist schwierig. Riva Loves Me. Die Whipped Cream. Die Whipped Cream. Habe ich hier noch eins, was vielleicht komplett zu wäre. Denn die sind beide schon geöffnet. Und das ist so gut, Leute. Das ist so ein gutes Produkt, aber es gibt es so ähnlich im Standardsortiment. Beides Limited Edition, großartig, aber die habe ich leider schon zu lange offen, glaube ich. Das muss ich mir definitiv aus dem Standardsortiment nochmal nachkaufen. Habe ich jetzt im Oktober auch verwendet und da war sie noch gut, aber ich hole mir die jetzt lieber aus dem Standardsortiment, gehe auf Nummer sicher und tue die dann lieber weg, ne? Dann habe ich hier aus einer Limited Edition den Catrice Illuminating Primer mit Winnie Pooh. Wundervoll, auch das würde ich eher empfehlen für Leute, die wirklich eine trockene Haut haben, so wie das bei mir der Fall ist, ne? Genau, aber da, also Catrice macht da wirklich tolle LEs für einen guten Preis. Und den finde ich definitiv auch besser als diesen hier zum Beispiel. Der ist tatsächlich eher pflegender, stimmt wohl. Aber pflegende Primer habe ich ja auch andere. Und wenn ich den von Revolution behalte, dann kann ich den hier auch weitergeben. Dann wird sich da jemand anderes vielleicht drüber freuen. Ja, ich glaube, so mache ich das. Dann habe ich hier von Sephora den Care Primer Lock 12 Hours Hydration. Das ist dieser hier. Den dürfte ich relativ neu haben, oder? Ja, letztes Jahr erst gekauft, definitiv. Da habe ich ja, glaube ich, auch ein Fullface Sephora geschminkt. Achso, Sephora ist für mich nicht High-End. Das ist Medium. Der ist auch vom letzten Jahr von Lancôme. Den muss ich auf jeden Fall mal in mein Project Pen oder so mit reinnehmen. Das ist so ein ganz fancy Produkt. Ich fand den irgendwie witzig in der Anwendung. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch mit dem Spatel rauszunehmen. Hat jetzt so keinen Geruch. Aber es war cool, ne? Also da auf jeden Fall eine schöne Nummer. Den werde ich auch dann wahrscheinlich aufbrauchen. Ähnlich wird es dann auch mit diesem hier sein von Benefit The Professional Smooth Zip. Da habe ich auch wieder hier so einen Pore-Filling Primer oder Pore, wie auch immer, Primer. Und das sind eben so die Sachen. Oh, wobei, der sieht eher hydrating sogar aus. Habe ich den nicht sogar schon verwendet? Weiß ich noch gar nicht. Riecht auf jeden Fall unheimlich gut. Genau, das... Wenn ich dann halt solche Pore-Filling-Geschichten habe, dann habe ich die tatsächlich dann lieber dann auch von den High-End-Brands. Es tut dann mehr weh, sich von denen zu trennen. So, die ist jetzt leider wirklich schon viel zu lange offen, hat jetzt kein Expiry-Date drauf. Die Eborian Glow Creme ist nämlich auch seit 2021 offen und es war auch so eine kleine Geschichte. Von Catrice habe ich die Endless Pearls, die waren letztes Jahr im Sortiments-Update mit dabei. Den finde ich sehr, sehr schön. Ein guter Nachfolger von dem von Love. Das ist so ein bisschen Nostalgie. Ich mag ihn. Ich habe ein Herz für ihn. Ich finde ihn schön. Er darf definitiv bleiben. Hier habe ich dann den Sea Bright Putty Primer von e.l.f. Den fand ich okay. So eine kleine Geschichte gewesen, ne? Aber der wird jetzt nicht bleiben. Also den gebe ich weiter. Dafür habe ich leider auch zu viele Foundations, wo gegebenenfalls Niacinamide drin sind. Und die vertragen sich manchmal nicht so gut mit dem. Ich glaube, ähnlich wird es dem hier auch dann ergehen. Hydrovitamin Primer von Trend It Up mit Hyaluron, Vitamin E, F und B5. Weiß ich noch nicht. Oder weiß ich noch nicht. Nee, dem möchte ich noch eine Chance geben, muss ich ehrlich sagen. Da ist ja kein Vitamin C drin. Das ist ja nur Vitamin E, F und B5. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Bist du denn noch gut? Riecht noch gut. Wird ausprobiert. Ich bin jetzt ja auch sowieso aktuell dabei, so dieses Fullface One-Brand-Geschichtengedönsen zu machen, ne? Und da gucke ich mir dann auch nochmal intensiver die ganzen Produkte einzeln an. Hier habe ich von Smashbox einen Primer. Den hatte ich mir damals gekauft, aber ich finde ihn irgendwie nicht ansprechend. Obwohl der ja super geil sein soll. Photofinish Illuminate Glow Primer mit Vitamin C, Silk Screen Complex, 10 ml sind hier drin. Ich hab den nicht so in mein Herz gefasst. Und Smashbox ist jetzt auch nicht so die Marke, die super krass gefragt wird.
Bist du überhaupt noch gut? Ja, eigentlich müsstest du noch gut sein. Hat auch so ein bisschen Glow mit dabei. Eigentlich wollte ich jetzt heute nicht swatchen oder so, ne? Nee, der riecht nicht mehr gut. Der riecht ein bisschen ranzig. Dann habe ich hier einen, der leider, leider wirklich gehen muss. Der ist von 2021. 111 Skin Rose Gold Radiance Booster. Das war ein sackenteures Vieh, was auch mal in der Box drin war, für 100,45 €. Wow. Aber nicht aufgebraucht bekommen. Muss ich mich mal ranhalten hier, ne? Das werde ich nie schaffen. Dann habe ich hier von Florasis, müsste das sein, einen Primer. Der war gut. Warum habe ich den nicht weiter verwendet? Der ist ja Feuchtigkeit spendend. Sieht fancy aus, wenn ich wollte das nicht swatchen. Was mache ich denn hier? Riecht nach nichts? Nach gar nichts? Jetzt habe ich Primer an der Nase. Siehst du, Claudi, das ist, was passiert. Die hat schon so einen Glow mit dabei. Also, das ist kein matter Primer, den behalte ich auch. Habe ich jetzt entschieden. Den behalte ich. Ich mag den. Ich habe ein Herz für ihn. Dann habe ich hier von Mud Masky den Glam Care Pore Perfection Blurring Correcting Anti-Aging Hydrating Unifying Primer. Den fand ich eigentlich ganz gut. Doch. Den mochte ich wohl leiden. War auch in der Box drin. Und das kann man sich auf jeden Fall geben. Ist für mich High-End. Dann habe ich hier den Glow and Shine Primer von Riva Loves Me mit Panthenol, Mandelöl und Glowpigmenten. Sowas finde ich sehr charmant, ne? Also das ist Standardsortiment. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Und ja, den mochte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Den hätte ich sogar fast mit in meine Jahresfavoriten mit reingenommen, weil ich den einfach klasse finde. Dann habe ich hier von e.l.f. noch den Puff Puff Primer. Der ist leider nicht mehr ganz so gut. Der sieht auch, glaube ich, nicht mehr so fresh hier drin aus. Ja, ist auch schon seit 2021 offen. Das heißt, der hat definitiv die längste Zeit hier verbracht. Das habe ich jetzt justement gerade mit euch geöffnet, in meinem Full Face e.l.f. Power Grip Primer. Also wenn du wirklich möchtest, dass deine Foundation richtig krass an deinem Gesicht festgetackert wird, ist das dein Primer. Definitiv. Jo. Kann man machen. Das ist auch eine kleinere Größe jetzt hier gewesen. Und sowas finde ich ja großartig. Ihr seht es ja, ne? Ich kann es nicht in dem Rahmen so aufbrauchen. Das ist nicht möglich. Ne? Ab und an schaffe ich das, aber ich werde es nicht immer so häufig schaffen. Und dann freue ich mich, wenn ich die Möglichkeit habe, kleinere Produkte auszutesten. Aber selbst die haben manchmal ihre Probleme. Rare Beauty, da habe ich diesen Primer, denn dieser Primer war leider nicht ganz so gut. Das ist ein Illuminating Primer, der aber leider doch zu trocken war. Also es war ein Illuminating, aber nicht Hydrating. Illuminating Primer. Und den habe ich auch schon eine ganze Weile offen. Als Rare Beauty rauskam, beziehungsweise Rare Beauty nach Sephora kam 2021, habe ich ihn geöffnet und jetzt ist er fertig. Ceramide Protect, den habe ich letztes Jahr, glaube ich, erst geöffnet oder vorletztes Jahr. Von Revolution, den finde ich total super. Also den finde ich richtig, richtig angenehm. Ceramide mag meine Haut einfach. Das ist sehr nährend und hilfreich einfach. Und ja, also tatsächlich habe ich relativ viele Revolution Primer, auf die ich stehe. Das finde ich sehr interessant. NYX habe ich hier den Face Freezy Cooling Primer, schwierig, also im Sommer geil, definitiv. Ne? Da hast du was Kühlendes und so. Im Winter ist es natürlich etwas schwierig. Mit Schneepilz, also Snowmushroom, auch interessant. Ne? Und ja, der riecht auch so ein bisschen aquatisch, würde ich es einfach mal nennen. Hat einen Platz in meinem Herzen dafür. Dann habe ich hier noch einen Matten von LH Cosmetics, den Matte Attack Primer. So viele Hundehaare, weil ich eben die Kiste einmal auf den Boden gekippt habe. Und vorher habe ich mit Sammy zusammen im Live gesessen. Den habe ich auch noch gar nicht verwendet. Der war im LH Cosmetics Adventskalender drin. Der ist auch noch komplett zu und der wird auch weitergegeben werden. Ich bin halt nicht so die Matte. Ne? Das mag ich nicht so gerne. Deswegen brauche ich den auch nicht behalten. Dann habe ich hier von Laura Mercier den Pure Canvas Primer Illuminating. Den fand ich gut. Habe ich auch mit euch zusammen im Full Face ausgetestet und kann ich definitiv empfehlen. Den finde ich auch gut. Das ist auch eine Limited Edition leider. Ich weiß nicht. Also Limited Editions von Essence und Catrice werden ja oft dazu verwendet, um Produkte auch in Standardsortiment zu übernehmen. Das hier wäre gar nicht so verkehrt, wenn die es machen würden. The Jungle Book mit Mowgli, mit Aloe Vera und Niacinamiden. Ich fand den schön. Ich fand den wirklich, wirklich schön. Gerne in Standardsortiment reinpacken, Catrice. Ich würde mich sehr freuen. Hier habe ich von Emasa Magic Care die Glow Up Cream, die verwende ich aber als Primer ganz gerne und die mag ich auch sehr gerne, die ist schön reichhaltig, spendet Feuchtigkeit und hat gleichzeitig auch noch diesen Glow mit dabei, also auf jeden Fall eine Empfehlung und Emasa gibt es ja in der Drogerie, deswegen kommt das in meinen Drogeriehaufen. So, weiter geht die wilde Reise. Da habe ich hier die Soft Focus Glow Drops von Rodial, das sind diese hier.
Wobei die eigentlich auch nur 6 Monate offen sein sollten. Ich habe sie aber ja nicht in Daueranwendung. Ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ihr kennt das. Boah, nee, der riecht gar nicht mehr gut. Schade. Der muss jetzt leider gehen. Der riecht nämlich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie der jetzt riecht hier. Sauer. Sauer. Das trifft es. Der Primer ist leider sauer geworden. Von Be Perfect, den habe ich letztes Jahr erst geöffnet. Champagne Glow Illuminating Primer. Perfection Primer. Jo, der ist okay, aber ich würde ihn jetzt nicht als Kabam Primer bezeichnen. Da habe ich andere, die noch mehr herausstechen. Den hatte ich letztens auch erst verwendet. Den mochte ich auch gerne. Der hat auch ein bisschen was von dem von LH Cosmetics, von Say, würde ich sagen, und auch von Danessa Myricks. Ne? Also die sind schon so, wobei der nicht ganz so ölig unterwegs ist, um das mal so zu sagen. Aber ne, der ist auf jeden Fall auch irgendwie mit in einer Familie aufgenommen worden. Genau, mag ich, jo. Apricot Glow ist hier meine Farbzeichnung, witzigerweise 15 Monate darfst du den offen haben. Und hier sind 10 Milliliter drin. Ich mag ihn, doch, komm, ich mag ihn gerne. Bei Terry habe ich auch noch, den hatte ich jetzt auch, ich glaube, gerade erst im Adventskalender drin, den Hydra Primer, den habe ich, glaube ich, sogar auch schon mal aufgebraucht, bin mir aber nicht sicher. Da sind sogar 40 Milliliter drin, das ist ganz schön viel. Genau, der ist relativ fresh aufgebracht worden und der darf auch gerne noch weiter bleiben, den mag ich. Das ist ein charmantes Ding. Dann Want to Freeze von Essence war so eine Limited Edition, was auch per se gut war und auch ähnlich ist wie dieses NYX Freezy. Nein, nicht Freezy, wie hieß du denn? Doch, Freezy, ne? Want to Freeze und Freezy, auch interessant. Ja, aber ich glaube, von Essence habe ich mittlerweile andere, zu denen ich mehr greifen würde. Und solche Pöttchen sind halt schwierig in der Aufbewahrung, deswegen trenne ich mich da einfach eher von. Das ist so geil. Catrice Soft Glam Filter Fluid Glow Booster. Das habe ich in der hellsten Farbe 002 Fair und verwende ich als Primer. Kann man natürlich auch als Highlighter verwenden, aber als Primer. Großartiges Produkt. Mag ich gerne leiden. Muss darunter aber eine gute Pflege haben oder halt darunter nochmal einen anderen Primer verwenden. Ne? Dann habe ich hier von Essence Helle Good Stuff 48 Stunden Intense Hydration Gel. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so gut. Das ist auch eins von diesen, ich bin in einer, nee, das ist gar nicht mal so lange offen. Oh, seit 2023 erst. Dann darf ich die noch weiter verwenden. Weil das hat auch so eine sehr cleane Formulierung. Aber da muss ich das auf jeden Fall jetzt dieses Jahr mal häufiger verwenden. Ist auch eher von der klebrigen Seite. Ne? Also darauf hält die Foundation sehr, sehr gut. Aber ich glaube, dass es auch nicht mehr im Sortiment so drin ist. Dann habe ich hier von Maybelline Fit Me, den finde ich richtig gut, Luminous and Smooth. Den mag ich einfach sehr gerne. 30 Milliliter. Ich glaube, der war auch im Adventskalender mal drin, ne? Ja, ist schon ein Weilchen her, aber trotzdem ist es ein gutes Produkt. Da habe ich sehr gut in Erinnerung, wenn hier Lichtschutzfaktor 20 draufsteht, ignorieren wir das sehr gerne, weil das stimmt nicht, ne? Also du musst es schon sehr dick auftragen, um diesen Lichtschutzfaktor zu bekommen. Das ist jetzt ganz neu im Sortiment Skin Glaze von Catrice. Mega Empfehlung, wirklich mega, mega Empfehlung. Ist schon ein Stück weit vergleichbar auch mit diesem hier, muss ich sagen. Also ähnlich auch von diesem Glow-Faktor her und verhält sich sehr gut auf der Haut. Also da hat Catrice was Schönes ins Sortiment mit aufgenommen und ich glaube auch, dass es nicht nur für trockene Häutchen ist, sondern halt auch auf jeden Fall für Mischhäutchen und ölige Häutchen, sofern sie auf Glow stehen. Das hier ist viel zu lange offen, da will ich auch gerade nicht dran riechen, von Ila Maska Beyond Veil Skin Glowing Gel. Das hatten wir auch mal adventskalendertechnisch oder sonst irgendwo mit dabei. Wollte ich immer mal wieder aufbrauchen, aber aufgrund der Form ist es immer wieder hinten gelandet. Ne? Hier habe ich von, also in der Schublade und habe dann wenig dazu gegriffen, von Danessa Myricks diesen Primer. Den habe ich auch mal verwendet, aber ich muss gestehen, dass er mir zu trocken ist. Der wird weiter wandern. Nee. Dann habe ich hier von Hello Fab First Aid Beauty Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer. Das kannst du sowohl als Feuchtigkeitscreme als auch als Primer verwenden. Der war soweit so gut, aber ich habe halt andere, zu denen ich deutlich mehr greife. Auch wenn ich mich echt gefreut hatte, den damals zu verwenden, das weiß ich noch, aber der wird jetzt auch aussortiert. Von Nabla habe ich hier natürlich, natürlich einen der besten Primer, die es überhaupt gibt, den Angel Aura Primer. Stimmt, den könnte man auch so ein bisschen hier mit auf einer Schiene stellen. Ja gut, der hat Glow mit dabei, ne? Aber der hat auch pflegende Inhaltsstoffe, aber nicht, der ist nicht so von der Konsistenz wie der. Nee, das würde ich jetzt, das ist Blödsinn, Claudi. Liebe ich, also lieben auch viele. Ich finde den wirklich
Helle Best, richtig geil. Dann habe ich hier von Typology diesen Illuminator tatsächlich hier in meine Primer mit reingepackt, weil ich das als Primer verwende. Den kannst du dir auch so auftragen als Highlighter, als Liquid Highlighter. Ich würde den aber definitiv als Primer verwenden. Das ist einfach so eine persönliche Präferenz. Und ja. Dann habe ich hier von Rosenthal aus dem Adventskalender den BB Primer mit Niacinamide und Squalan. Den fand ich solide. Den mochte ich ganz gerne. Und ja. Also habe den jetzt auch nach dem Video noch einmal verwendet und da hat er mir eigentlich ein ganz gutes Gefühl gegeben. Ist definitiv high-end vom Preis her. Jo, musste ich gerade nochmal spicken. Und dann habe ich hier den letzten und zwar von Alverde ist das der Primer. Der war im Adventskalender drin. Der kommt zu meinen, muss ich noch ausprobieren, Adventskalenderprodukten. Da habe ich mich drüber gefreut, ne, dass wir einen Primer im Adventskalender drin hatten. Sehr, sehr nice. Leute, ich habe ein bisschen was aussortiert. Das ist jetzt nicht die Welt, aber hier geht es ja nicht darum, dass ich weiß Gott wie krass eskaliere. Aber ich habe schon was aussortiert, sodass ich hier wieder ein bisschen mehr eine Richtung in meine Sammlung reinbekomme. Und so sehen dann jetzt auch die Schubladen einsortiert aus und ich finde es sehr, sehr schön, denn ich kann jetzt auch bei den HM-Produkten wieder so die Foundations vielleicht demnächst wieder auch mit in diese Schublade mit reinräumen, denn in den Schubladen habe ich immer sowohl die Primer als auch die Foundations eigentlich drin. Und ja, bei den High-End-Sachen mussten die Foundations ausziehen, weil es zu viele Foundations sind und das ist auch das nächste Video, was ihr sehen werdet aus dieser Reihe. Da wird es richtig krass abgehen, weil ich habe einiges weiterzugeben. Sowohl an andere Menschen als auch an den Mülleimer. Ist wie es ist. Nun, ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat und dass ihr so ein bisschen einen Einblick in meine Sammlung bekommen konntet. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.